Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Beim letzten Mal hatten wir einen der übelsten Zeitgenossen aller Zeiten an unserem Hintern kleben. Also der ist uns mit einer Dampfwalze hinterhergejagt und hat auch viele von unseren Pikmins leider zerdrückt. Aber nichtsdestotrotz sind wir hier heute in der Eissauna und wollen hier mitnehmen, was auch immer wir mitnehmen können. Und ich denke immer noch, das ist eine Eisfalle. Scheinbar nicht. Wie mache ich das denn kaputt? Otschin, kannst du das kaputt machen? Kann ich das kaputt machen? Ich kann das kaputt machen. Bleibt mal kurz alle an einer Stelle. Dann mache ich das mal kaputt. Wahrscheinlich bin ich durch meinen Raumanzug davor geschützt. Weil das sind ja Gase. So, wie kämpfst du? Okay, du machst so eine Eispfütze beim Aufstampfen. Das heißt, einfach die Eispigments werfen, passt schon. Wir haben ein gefrorenes Pikmin. Das arme Pikmin, ich glaube, es ist eingefroren. Probier doch mal, ob es noch auf die Pfeife reagiert. Mach mir erstmal die Eisdinger hier kaputt. So, da können eh nur die Eispigments arbeiten. Ich glaube, Otschin ist gegen Eis gewappnet. Otschin ist gegen Eis gewappnet. So, einmal kaputt machen. Den Durchgang haben wir ja jetzt. Oh, wir kriegen hier weiße Pigments. Warte mal. Dafür können wir die Leuchtsamen auch immer verwenden. Weil die grünen, die würden wir eh nicht behalten. Guckt sie euch an. Das sind die Geist-Pigments, weil wenn die gefressen werden, bringen sie den, der sie gegessen hat, um. Ach, die wären auch gegen das Gas immun. Jetzt haben wir also weiße Pigments gefunden. Ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, über welche besonderen Eigenschaften diese kleinen Kerche verfügen. Weiße Pigments. Die seltenen weißen Pigments erhält man aus Königinblumen, die tief in Höhlen blühen. Diese Pigments sind klein und schnell, aber nicht sehr angriffsstark. Während sie giftig genug sind, um einen Punktkäfer gefährlich zu werden, sind sie selbst gegen Giftgas immun. Gift? Uns kann das wahrscheinlich nichts anhaben, aber sei bitte trotzdem sehr vorsichtig, wenn du sie einsetzt. Ja, die werden gegen das Giftgas immun. Und die hätte ich auch gerade eben in der vorherigen Höhle gebrauchen können. Gegen dieses eine Giftvieh. Mach da schon mal kaputt. Angriff! Ausgang wurde schon mal geöffnet. Da waren ein paar vereist worden. Aber zum Glück ist das ein relativ ungefährlicher Bau hier.
Es wurde niemand vereist. Warte, ihr müsst das nochmal kaputt machen. Jetzt könnt ihr abtransportieren. So, hier ist nichts mehr, also weiter. Okay, das scheint eine kleinere Höhle zu sein, weil wir sind bei 33% und es gibt hier offenbar maximal 5 Schätze. Oh, Frost auf der Linse. Warte, ich habe das einfach mal aus Prinzip kaputt gemacht, ne? Mama, gefehlen die? Nee. Ich dachte kurz. Ich habe mich seit den weißen Pigments nicht ins Bild gepackt. Tut mir leid, Leute. Ich vergesse sowas manchmal. Fies? Okay, wie kriege ich das auf? Oh, wieder ein paar weiße Pigments für mich. Kann ich hier auch direkt da reinwerfen? Nee. In so eine Königinblume kann man immer 5 reinwerfen. Dafür nutze ich gern die Leuchtpigment. Weil die Leuchtpigment kann man dafür wirklich entbehren, weil die würde ich danach sowieso nicht behalten. Und so muss ich keine Pigments opfern. So, das schon mal kaputt. Okay, da kann Otsche nicht mit. Ja, komm. Ein Moment! Ein Pigment zittert, weil ihm kalt ist. Es muss doch einfach geben, dass wir, was wir da tun können. Wenn du zitterst, die Pigment mit der Pfeife aus, können sie auf Otschen klettern, um sich aufzuwärmen. Aber warum ist es dort unten eigentlich überhaupt so kalt? Gute Frage, nächste Frage. Erstmal den da loswerden. Ich könnte mir vorstellen, wodurch es so kalt ist. Ja, diese Eisblöcke kühlen die Luft ab. Daran lag's. So, der wird schon mal abtransportiert. Angriff! Ich hatte eigentlich alle losgeschickt, aber egal. Ach, Otschim, wir müssen den Knopf drücken. Ihr habt mir mehr gefallen, als ihr noch im Tiefschlaf wart. Ja, das Eispicken kann da nicht durch. Ach, und die Dinger muss man jetzt kaputt machen. So, wen haben wir denn da? Ist gut, eine weitere Visitenkarte. Bildungsreisende Touristin Kaya. Heimatplanet Nishiki. Mitglied des Geowissenschaftsclubs. Allerdings führt ihr Beobachten von Wolken selten zu wissenschaftlichen Durchbrüchen. Eine Studentin. Aha, ein weiteres Mitglied des Geowissenschaftsclubs. Ihre Dozentin und die anderen Studentinnen werden froh sein, sie wiederzusehen. Holen wir sie also schnell da raus. Das war aber die letzte vom Geowissenschaftsclub.
So, da können ja ruhig alle ran. Nur den Abtransport müssen die Blauen machen. Abmach. Einfache Lösung. Weg. Angriff. Ein Moment, wir können den Weg abkürzen. Okay. Die wollen die Abkürzung nicht sehen, weil es Wasserpigments sind. So, auf der Ebene sind wir dann auch fertig. Da muss ich hoch, aber ich muss da einfrieren. Anders komme ich da gar nicht hoch. Doch, letzte Ebene. Um Gottes Willen, was ist das denn für ein Riesending? Sieht ja aus wie eine riesige Eiszecke. Etwas ist anders. Wann habe ich das denn bekommen? So, dann machen wir mal zuerst das Ding hier kaputt. Wir haben hier 100 pro einen Bosskampf vor uns. Warte mal. Ich muss definitiv diese Blöcke kaputt machen, um das Ding entweder zu schwächen oder meinen Pigments zu helfen. Aber das ist 1:1 eine Zecke. Also auf die Dinger zuerst konzentrieren. Im Bestfall mit den Eispigments. Selbst wenn er keinen Nutzen daraus zieht. Ich ziehe einen Nutzen daraus, dass meine Pigments nicht mehr frieren. Otschin ist dagegen gerast und eingefroren. Der saugt. Der hat eins meiner weißen Pigments gefressen. Man, das kann man auch nutzen, dass er das saugen. Ja, genau das will ich, dass er es macht. Ich dachte mir, dass man das machen kann. Angriff! Okay, die Zecke ist leicht. Ist ein einfacher Bossgegner. Also vergleichsweise mit anderen Gegnern war die wirklich leicht. Und sie hat ja nur gesaugt. Das mag pervers klingen, aber auch nur für diejenigen, die pervers denken, Leute. So, einmal Abtransport von dem Mistding. Wen haben wir denn da gerettet? Gut gemacht. Und jetzt sehen wir mal, was uns die Visitenkarte verrät. In der Blantane, Opernsängerin Vindea. Eno Hey ist überzeugt, dass noch nicht erforschte Planeten Kunst am nötigsten haben. Also sammelte sie ein Filmteam und flog los.
Ist das nicht diese Opernsängerin, die ständig im Fernsehen ist? Sie ist bekannt für ihren Auftritt in... wo war das noch gewesen? Oh, gut, jemand von der Fernsehcrew. Es wird Mupis sicher freuen. Haben wir die Fernsehcrew jetzt auch fertig? Mach auf jeden Fall mal diese Zapfen hier alle kaputt. So, kaputt, Mann. War da nichts drin? Warum war da nichts drin? Die Ebene sieht nicht so aus, als ob hier irgendwas vergraben sein könnte. Oh, guck mal. Wer von euch ist ein Kunstkenner und weiß, wie dieses Gemälde heißt, beziehungsweise diese Statue? Ihr kriegt 10 Sekunden. In der Zeit wird das Ding jetzt geschrottet. Und ja, nicht googeln, Leute. Also wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, heißt das Ding der Denker. Und das sagt einer wie ich, der keine Ahnung von Kunst eigentlich hat. Da haben wir unsere 4 Wolkengucker. Oh, scheint besonders zu sein. Ah ne, wir haben die 15.000 geknackt. Unglaublich! Seht euch nur das ganze Glycerium an. Obwohl sich der Energietank der Shepard gar nicht weiter füllt. Interessant! Es steht zu vermuten, dass Glycerium weder ein Gewicht noch ein Volumen hat. Wisst ihr, was das bedeutet? Egal wie viel Energie wir sammeln, unser Tank wird niemals zu klein. Ihr habt das bisher richtig toll gemacht. Es gibt keinen Grund, jetzt mit dem Schätzensammeln aufzuhören. Das war dann, glaube ich, auch der letzte Schatz hier. Ja. In der Höhle sind wir fertig. Und nach oben. Hui. Also das Saugen von der Zecke war auf jeden Fall überraschend, deswegen habe ich auf jeden Fall ein Pikmin verloren, aber nachdem ich das einmal gesehen habe, war die Zecke ja echt einfach. Muss man nochmal erwähnen. Außerdem traurig, dass sie kaum Schätze waren. Nachdenkliche Statue. Reinschmiere. Erinnerungsmoment, linker Rand. Und die verkleidete Delikatesse. Also die war halt echt gar nichts. Außer, dass wir die weißen Pigments hier bekommen haben. Ich meine, wir haben damit auch alle Pigments, die es gibt. Einmal mindestens. Also mir fällt an dem Punkt zumindest kein neues Pigment mehr ein. Ich weiß, dass nur das Eis und die Grünen dazu kamen mit dem neuen. Vielleicht bin ich ja schnell genug, dass ich noch zum Dandori-Typen hinkomme. Nee. Aber ich kann den einen Pikmin noch ausgraben. Boah, Leute, 3 Folgen lang waren wir unterwegs. Vier Leute haben wir gerettet. Wir haben viel nach Hause gebracht, Neues. So, jetzt kurz überlegen, was alles aus dem Dungeon war und was nicht. Das Wohngemeinschaftsbehausung, die war oberhalb. Die Heldentraining meine ich auch. Ich gucke mir auch nur die neuen an. Die Lampe des Ansporns, die war oberhalb. Der Gelbsaurier meine ich auch. Ja, viel Neues haben wir oberhalb nicht gefunden. Was traurig ist, dass wir halt echt viele Pigments an dieses Rollvieh verloren hatten in der letzten Folge. Wir müssen auch noch 3 Zwiebeln finden. Das Lilane und das Weiße haben keine Zwiebel. Die kriegt man wirklich nur aus diesen Blumen.
Diese Hündin Moss wird in Olimus Logbuch ziemlich oft erwähnt. Das macht mich äußerst neugierig. Vielleicht haben wir ja Glück und treffen sie irgendwo auf diesem Planeten. Ach, das wäre toll. Es wäre so viel aufschlussreicher, als nur Berichte über den Hund zu hören. Ganz genau. Wenn ich Gewebeproben einer unbekannten Weltraumspezies hätte. Die Experimente, die Möglichkeiten. Experimente? Was für Experimente denn? Wir haben nur noch zwei Hauptmissionen, ne? Oh, ein neuer Bereich. Wir sind den Bitten der Gestalteten gefolgt und haben weites Gelände für das Basiscamp erschlossen. Das sollte Vorsicht im Feuer sicherstellen, dass alle Gestalteten genug Platz haben, um sich zu erholen. So groß wie das Gelände jetzt ist, haben wir genug Platz, um alle unterzubringen, die wir auf diesem Planeten retten. Alle, die du gerettet hast, haben zusammengelegt und möchten dir dies hier zum Dank schenken geben. Ich glaube, es ist Rohmaterial. Oh, sehr nett. 20 Rohmaterial, sehr nett. Wir können hier ein bisschen Training ausgeben, auf jeden Fall. Bevor wir hier irgendwas machen. Ich will ja die Megakraft hier investieren. Dass Ocean richtig viel Power hat. Dann kann Ocean nämlich auch alles abtransportieren. So, als nächstes werden wir dann den Sprint verbessern. Ich sehe kaum Sinn darin, Auftrag hochzujubeln, tatsächlich. Dasselbe gilt fürs Heilen. Und Pflücken brauche ich nicht, da die meistens in der Zwiebel gemacht werden. Also am ehesten würde ich davon dann nach dem einen Heilen nehmen. So, haben wir irgendwas Neues hier im Labor? So, die Fortissimo-Pfeife wollte ich auf jeden Fall haben, wegen der größeren Reichweite. Anti-Haftstiefel. Diese beschichteten Stiefel lassen einfach alles abhängen. Damit bleibt man nie wieder in Glibber stecken. Ach, gut. Ist gut gegen den Glibber. Ich brauche ein paar neue Bomben. Ich habe kaum noch welche. Beziehungsweise, ich habe alle gerade aufgebraucht. Von den Sensorbomben gönne ich mir auch welche. So, wir haben auch noch ein paar neue Piklopädie-Einträge. Oh, 75 Kreaturenspezies haben wir gefunden. Ja, höchst interessant. Lass es mich unbedingt wissen, sollst du weiter dieser bezaubernden Kreaturen entdecken. Entdecke 100. Wir haben 88 bisher gesehen. Dank dir habe ich bereits so viel über die Kreaturen hier erfahren. Da gibt es eine, die dir besonders im Herzen liegt. Es gab ein paar, die fand ich richtig cool. Von denen habe ich gar nichts mitbekommen. Ich mache mal eben kurz eine Interaktion bei dem. Weil der wurde ja überrollt, bevor der irgendwas machen konnte. Ja, der brennt halt durchgehend. Sieht auch so ein bisschen geschmolzen aus. Aber außer beißen macht er halt nichts. Im Übrigen, wenn ihr die Einträge überspringen wollt, weil ich lese jetzt die immer vor, die ich jetzt neu finde, über mir ist das Zeitstempel. Feuriger Punktkäfer. Der Anblick dieser Kreatur erfüllt mich mit einem Schaudern. Man vergisst schnell die Zeit, wenn man die in Flammen gehüllte Gestalt eines feurigen Punktkäfers betrachtet. Man denkt dabei an Landschaften aus geschmolzenem Gestein, aus einer Zeit lange vor unseren frühesten Vorfahren. Eiskrusterbiezenlarve. Findet man einen dieser lustigen Spielkameraden, kann man sich eine Schneeballschlacht liefern, egal ob Schnee liegt oder nicht. Doch Vorsicht, denn er ist sehr enthusiastisch. Es könnte also ein recht einseitiges Vergnügen werden, bei dem man am Schluss aussieht wie ein Schneemann. Und das ist so gesehen die ausgewachsene Version von den Krusterbiezen-Larven. Das ist die Eiskrusterbieze. Also diese Larven, Zecken heißen hier Krusterbiezen. Diese wunderschöne gepanzerte Insekt
glitzert wie ein Kristall, wie es gemächlich in seinen Bahnen zieht, wie es verspielt mit Schneebällen wirft. Einfach alles an ihm ist eindrucksvoll. Doch wenn man seiner Faszination nachgibt und diese Kreatur aus der Nähe betrachtet, endet man schneller als Schneemann. Es gibt bestimmt noch eine normale Version von dem, also eine ohne Eis. Wir haben drei weitere Spinnenarten auch noch entdeckt. Aquarak. Es ist ein zauberhafter Anblick, wie der Azidarak auf seinen Lapis-Lazuli im blauen Beinchen umherstackst und dabei noch einen Schatz auf seinem Rücken trägt. Doch man lasse sich nicht dazu hinreißen, ihn zu streicheln zu wollen, denn das erschreckt ihn, woraufhin er zur Abschreckung eine Flüssigkeit verspritzt. Zurückhaltung ist also empfohlen. Glasirak. Hatschi. Man soll ja immer kühlen. Einen Kopf bewahren. Doch hält man sich zu lange in der Nähe dieses wandelnden Eiswürfels auf, fängt man sich schnell eine Erkältung ein. Ein einziger eisiger Strahl aus seinem Mäulchen sorgt für Eiseskälte in der Umgebung. Und der Toxarak, einfach nur die Giftversion, den hatte ich ja instant umgebracht. Einfach nur ein weiterer Arak in einer anderen Farbe. Wohl kaum. Hier sehen wir die modischen Avantgarde der Kreaturenwelt vor uns. Es gab wohl auch einmal einen lila Arak, doch die Trendfarbe dieses Jahres ist grün. Man ist jedoch gut beraten, Schutzkleidung mitzubringen, wenn man ihn bewundern möchte. Der hat mich ja richtig überrascht, der kriechende Schreckling. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht bei den Pilzen. Man sieht die Augen auch überhaupt nicht. Diese Lausbuben imitieren nicht nur Pilze, um einen zu erschrecken. Sie versprühen auch Gift und nicht zu knapp. Doch das ist eben ihre Art, auf Beutefang zu gehen. In Sachen Vielfalt und Toleranz können wir viel von der Natur lernen. Ich zoome mal eben kurz rein. Ey, guck mal, selbst wenn man reinzoomt, man erkennt die Augen ja fast gar nicht. Das ist ein richtig fieses Ding. Mal kurz zum Vergleich. Bei der kriechenden Chrysantheme, da kann man die Augen wenigstens so ein bisschen erkennen. Aber bei dem? Keine Chance. Giftiger Zwergpunktkäfer. Man stelle sich das vor, am Leben zu sein, doch seinen Körper nicht steuern zu können. Wie diese kleinen Kerlchen. Denn niemand anders steuert ihn. Schaurig, nicht wahr? Entsetzlich. Doch was, wenn das, was ihn steuert, auf anderem Weg nicht überleben könnte? Manchmal geht es einfach nur ums Überleben. Das ist wie dieser eine Pilz, der Insekten kontrolliert. Ich kenne gerade den Namen nicht von diesem Pilz, aber der macht aus Ameisen tatsächlich so Zombie-Ameisen, so gesehen. Richtig gruselig. Brüssel Dekomposes. Was genau speit er da eigentlich aus? Man kann mit ihm spielen, indem man ihn anstupst und dann beobachtet, wie er Kapriolen schlägt. Daher muss man allerdings vorsichtig sein, sonst speit er Gas und fliegt davon. Diesem kleinen Racker dabei zuzusehen, wie er Blütenblätter zerstreut und sich dann liebisch freut, bringt mich jedes Mal wieder zum Lächeln. Blauer Orkalok, glatt und rundlich mit einem erfrischend aufrichtigen Gesicht. Ein klassischer Orkalok. Dieser lässt eine Kältewelle entstehen, wenn er nach einem Sprung landet. Liebenswert und immer zu streichen aufgelegt. So mag ich meine Kreaturen. Ja, ich auch. Orkalok. Also einer ohne Farbe. Diese Kreatur ist so blass, als wäre sie wie ein Pantomime-Künstler geschminkt. Außerdem springt sie auch im weiten Sitzen, ohne dabei laute Geräusche zu machen. Wirklich kunstvoll, das muss ich schon sagen. Ich mache einmal Interaktion, weil der kam bei mir gar nicht dazu, einen Sprung zu machen. Und ich will sehen, ob der auch einen Effekt hat. Okay, das ist einfach nur so gesehen ein Albino von denen. Schön zu wissen. Okay, die beiden Einträge können wir uns schenken. Dann haben wir jetzt nur noch das Wassergespenst vor uns. Der mieseste Drecksack im gesamten Spiel. Außer man hat die lila Pigments, dann ist der easy. Ein Lebewesen ist ein Lebewesen, selbst wenn wir es nicht zu verstehen vermögen. Zum Beispiel, wenn es halb durchsichtig ist und eigentlich gar keinen richtigen Körper hat. Dennoch hält sich diese Kreatur entschlossen an ihren Rollen fest. Sie wirkt gleichermaßen schaurig und faszinierend, nicht wahr? Nebenbei, in dem Dungeon, wo das Wassergespenst war, das war beim vorherigen Spiel auf jeden Fall so, als man den dann ausgeschaltet hat, konnte man da ruhig durchspazieren, wenn man wollte. Also man hätte es so machen können, ja, sobald das Vieh da ist, gehe ich jetzt einfach runter und komme später nochmal wieder und hole alles. Weil der einen dann nicht stört. Okay, wir haben noch ein paar Leute auch noch, mit denen wir quatschen können, ne? So, dich haben wir gerettet. Päckchen, also kommst du von diesem Planeten? Nicht? Okay, kein Ding. Aber dann muss das bedeuten, dass du zur Rettungskugel gehörst. Der Wahnsinn! Ich bin Kaya. Eigentlich bin ich mit dem Club von meiner Uni hier. Aber es ist alles Mögliche schiefgegangen. Unser Schiff hatte eine Fehlfunktion. Wir konnten uns retten, aber es war voll das Chaos.
Und dann ging es erst richtig los. Du hast sie alle drei gerettet. Das sind ja wunderbare Neuigkeiten. Ich kann dir gar nicht genug danken. Immer wieder gern, Madam. Ich bin sehr enttäuscht von mir, dass ich diejenigen, die meine Obhut anvertraut wurden, nicht beschützen konnte. Doch nun kann ich die Verantwortung für ihre sichere Rückkehr übernehmen. Gern geschehen. Jetzt muss ich die Filmcrew finden. Schon free. Ah, du hattest also die Ehre, mich zu retten? Wie war noch gleich dein Name? Shining? Wie unhöflich. Ich hätte mich vorstellen sollen. Ich bin Chonfi, ein musikalisches Genie, wenn ich das so sagen darf. Beinahe hätte mich mein Ende auf dem Raumschiff eines Fernsehsenders ereilt. Mein Talent wäre verloren gewesen. Ich glaube, dass meine Begegnung mit der alten Kultur dieses Planeten von einer Muse der Musik dirigiert wurde. Irgendwo zeigt sich Kultur so eindrücklich wie in der Musik. Es muss ja einfach einige musikalische Schätze geben. Dürfte ich vielleicht deine Hilfe in Anspruch nehmen, um sie für mich zu finden? Oh, ich hatte dich darum bitten wollen, bestimmte Schätze für mich zu finden. Doch du hast bereits einige gefunden. Ich habe den größten Respekt vor deinem Arbeitseifer, Shining. Okay. Ich kriege jetzt einfach einen Bonus dafür, wenn sie musikalisch sind. Sehr schön. Ich wurde soeben Zeuge eines Wunders. Du hast mit dem Sammeln bereits begonnen. Wahrlich, diese Muse der Musik muss mir ihren Segen erteilt haben. Okay, ich kriege den nächsten Bonus, wenn ich das 13. finde. Die Diva sitzt direkt hinter ihm. Bist du nicht Shining? Oh, deine Augen trügen dich nicht. Ich bin jetzt wirklich die große Vendea. Ein kleines Vögelchen im Forschungsteam zwitscherte mir, dass niemand anderes als du mich gerettet hast. Verzeih, wenn ich zu ihrer Überschwänglichkeit neige, aber es muss gesagt werden. Wie kann ich dir nur jemals danken? Mir fällt schon was ein. War nicht sonst nur wer da, der mit mir reden wollte? Ja, hier oben. Weil ich hatte vier Leute gerettet. Sag mal, du hast mich doch gerettet, oder? Dafür werde ich dir für immer dankbar sein. Ich bin hierher gekommen, um diesen Planeten archäologisch zu erforschen. Ach, das stimmt, den Archäologen. Meine Spezialität ist die Rekonstruktion eingestürzter Gebäude. Aber eigentlich interessiert mich alles andere genauso. Ich möchte tiefschürfende Erkenntnisse veröffentlichen. Haha, tiefschürfen, kleines der Archäologenwitz. Muss man Archäologe sein, um den zu verstehen? Ich hoffe, dass du Rohmaterialien verwendest, um Brücken und andere Objekte zu konstruieren. Stimmt das? Es stimmt wirklich. Toll. Genau, was ich hören wollte. Ich kriege jetzt bestimmt für das Brückenbaum-Bonus immer bei ihm. Es ist nämlich so, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir Bescheid sagen könntest, wenn du etwas baust. In Ordnung? Keine Sorge, umsonst musst du das nicht machen. Nein, du bekommst dann schon ein kleines Dankeschön von mir. Ui, du hast schon so viele Sachen gebaut. Ja, generell fürs Bauen kriege ich jetzt auch Bonus. Sag mal, bist du eigentlich hauptberuflich im Baugeschäft? Das könnte ich mir nämlich richtig gut vorstellen. Errichte alle Bauwerke. Also viele scheint es nicht mehr zu geben. Na gut, wir sind auch mittlerweile richtig weit im Spiel. Hier vorne will auch nochmal jemand was von uns. Stimmt. Im Pilot. Mit dem habe ich noch gar nicht geredet. Sag mal, bist du nicht unser Neuzugang, von dem alle reden? Kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Ach ja, ich bin Bernhard, Pilot der unvergleichlichen Shepherd. Ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Ich muss schon sagen, du scheinst mir wirklich so ein cleveres Kämpfchen zu sein, wie die Chefin die ganze Zeit sagt. Als ich Blätter auf den Kopf hatte, Junge, Junge, da drehte sich bei mir alles nur noch um Dandori. Also hör mal, ich brauche deine Hilfe. Und zwar musst du alle retten, die so wie ich belaubt wurden, jeden Einzelnen. Ich weiß, keine einfache Aufgabe, aber es ist auch was für dich drin, nämlich meine gesamten Ruhmaterialvorräte. Also kann ich auf dich zählen? Ich drück dir beide Daumen. Hahaha, echt, du hast schon so viele Häuptlinge gerettet. Nicht übel für einen Neuzugang. Wenn jemand diese Belohnung verdient hat, dann du. Weiter so. Beim 9. kriege ich das nächste. Durch die ganzen Bonusse kann ich mir hier nochmal was bei der Forschung gönnen. Ich würde sagen, wir gönnen Otschin auf jeden Fall mal den Giftschutz. Und dann sparen wir ein bisschen.
Okay, ich habe jetzt richtig viel hier noch gemacht. Ich habe noch einen Fähigkeitenpunkt übrig, den kann ich aber noch nicht sinnvoll verwerten. Beim nächsten Mal machen wir dann die Anhöhen fertig. Ich kann ja gucken, hat der da jetzt irgendwas Neues durch das ganze Glycerium? Nee, als nächstes ist halt das Heldenversteck dran. Aber wir machen natürlich erst die Stelle in Ufer fertig. Ich muss auch mal prüfen, wie groß ist jetzt meine Pfeife? Boah, ich habe einen richtig großen Bereich. Hat sich gelohnt, die Fantissimo-Pfeife. Okay, Leute. Der Part, der ging jetzt schon wirklich lang genug. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis dann.